Ich darf Sie herzlich zu dieser Veranstaltung begrüßen, der parlamentarischen Gruppe Digitale Nachhaltigkeit. Ich kann auch Hallo sagen im Namen meiner Co-Präsidentin Edith Graf-Litscher, ganz außen im roten Blazer. Und dann darf ich auch im Namen von Matthias Stürmer, unserem langjährigen Geschäftsführer, eigentlich unserem Kern der digitalen Nachhaltigkeit, Ihnen einen schönen Abend wünschen und einen interessanten Abend wünschen. Wir haben heute ein Thema gewählt, meine Damen und Herren, und das zeigt mir auch Ihre große Präsenz, das nicht alltäglich diskutiert wird. Und ich bin der felsenfesten Überzeugung, dass wir alle in diesem Themenbereich sicher gravierende Wissenslücken haben, einerseits, und andererseits, dass unsere Anwendung der ICT, der Infrastruktur, der wir tagtäglich begegnen, sicher nicht so machen, wie das ein Security-Sachverständiger im Bereich ICT empfehlen würde. Das ist meine plakative Ausführung. Im Wissen darum, dass etwa 70% der Hardware aus etwa 3000 Firmen hergestellt wird, das heißt, es ist eine endliche Anzahl von Herstellern, und auch im Wissen darum, dass es scheinbar, das hat mir ein Experte kürzlich gesagt, möglich sei, für 100 US-Dollar irgendwelche Malware herunterzuladen, die ganze Systeme blockieren kann. Ein sehr interessanter Gedanke, wenn man an das digitale Abstimmen denkt. Und das Ganze ist dann auch noch so aufgegliedert, die Sicherheitsdiskussion im ICT-Bereich, dass wir ja nur die End-User sind und dass hintendran eine ganze Reihe von Hardware ist, die kritisch und unkritisch sein kann, und wir letztlich nur die Spitze des Eisbergs jeden Tag vor uns haben mit den Endgeräten. Ich bin sehr gespannt auf die ganze Diskussion. Ich möchte es nicht unterlassen, auch noch kurz die parlamentarische Gruppe Digitale Nachhaltigkeit vorzustellen. Sieht diese Eigenwerbung, die muss sein. Das Präsidium habe ich vorgestellt, im Kernteam unter uns anwesend heute Kathi Ricklin, und dann habe ich Thomas Weibel irgendwo noch gesehen. Wo ist der Thomas? Ah, auf der anderen Seite, genau. Herr Glättli, Frau Quadranti und auch Herr Reimann, die muss ich leider entschuldigen, wir sind nicht die einzige Veranstaltung heute Abend. Also das ist halt die Konkurrenzsituation. Dann haben wir auch die Aktivitäten aufgelistet, die wir gemacht haben. Rein quantitativ haben wir bis heute 38 Vorstöße eingereicht. Klingt nach viel, ist es auch, aber es gibt einige Vorstöße, die waren so erfolgreich, dass wir doch einige Dinge anstoßen konnten. Es gibt zahlreiche Mitglieder des Parlaments, die haben sich zum Beispiel darum gekümmert, dass wir Open Government Data einrichten wollen, und das haben wir erreicht. Es gibt eine Plattform OGD@Bund, die noch ausbaufähig ist, aber herzlichen Dank all jenen, die das unterstützt haben und so auch weiterverfolgen. Das wären meine einführenden Worte. Sie werden dann im Programm eine kleine Änderung haben. Wir beginnen mit Herrn Sibilia von der Chef Cyberbedrohungsanalyse bei der Führungsunterstützungsbasis der Armee. Und dann Herr Volker Birk vom Chaos Computer Club Schweiz. Anschließend wird dann ein Podium unter der fachkundigen und extrem expertenlastigen Leitung von Kollege Stürmer erfolgen. Dort werden Herr Sibilia wieder auf dem Podium sein. Herr Pascal Lamia muss sich entschuldigen, für ihn springt ein Herr Max Klaus. Und dann eben Herr Volker Birk, der letzte Referent, wird entsprechend auch noch zu löchern sein, auch von Ihnen. Es wird die Situation geben, die ist sehr unangenehm, vor allem für eine Person, dass diejenige Person, die spricht, nicht essen kann, fühlen Sie sich aber nicht gestört beim Essen, wenn diejenige Person spricht. Für Sie ist das wesentlich unangenehmer als für diejenigen, die einen Teller vor sich haben. In dem Sinne einen guten Appetit.